Der BTL-A4Y-Flügelsternjäger oder einfach Y-Wing war der Nachfolger des BTL-Y-Flügelsternjägers, welcher bereits von der Galaktischen Republik in den Klonkriegen eingesetzt wurde. Er dürfte euch sicherlich in der Szene in Episode 4 in der Schlacht um den Todesstern bereits bekannt sein. Der Y-Wing wurde von einem Piloten sowie einem Astromech-Droiden geflogen. Als Bewaffnung gegen Jäger, Großkampfschiffe und Bodenziele dienten zwei EX-4 oder schwere Langstrecken-KX-5 Laserkanonen am Bug, zwei SW-4 oder SW-5 Ionenkanonen in einem festmontierten oder rotierbaren Doppelgeschütz über dem Cockpit und zwei Protonentorpedowerfer unten am Bug. Einige Y-Wings konnten sogar Bomben wie Protonenbomben abwerfen. Zum Schutz dienten Deflektorschilde eines Schildgenerators am Heck, schwere Panzerung vor allem am Cockpit und die robuste Bauweise. TIE-Jägern allerdings waren sie aufgrund der geringen Geschwindigkeit von 1000 km/h pro Stunde in der Atmosphäre oder in Jägergefechten oft unterlegen. Er war jedoch auf dem Geschwindigkeitsniveau schneller Großkampfschiffe und konnte Flugabwehrfeuer widerstehen. Durch seine extreme Verlässlichkeit wurde dieser Sternjäger als Angriffssternjäger oder Bomber von der Galaktischen Republik, der Rebellenallianz sowie auch der Neuen Republik genutzt. Und mit diesem sehr lehrreichen Hintergrundwissen starten wir jetzt ins Review. Artikelnummer haben wir hier die 7658. Release war das Jahr 2007 und der Y-Wing hat 454 Teile gehabt. Das Set habe ich mir gebraucht auf eBay gekauft. Natürlich eben gibt es jetzt auch schon längst nicht mehr im Sortiment. Deswegen ja, wird auch die Figur eine andere sein. Da habe ich eine Pilotenfigur aus dem Hoth Battle Pack reingesetzt. Aber ja, ich finde den Y-Wing schon immer sehr ansehnliches Raumschiff, sehr ansehnlicher Sternjäger. Schon im Rogue Squadron aus dem Nintendo GameCube Spiel habe ich den immer wieder mehr gern angesehen, auch gerne mal gespielt. Ist einfach ein schöner Bomber gewesen, farblich und von den Formen her im Cockpit fand ich den immer richtig, ja, sehr befriedigend im Anblick. Und auch die Triebwerke hinten, ich fand den immer richtig schön und mir war auch dann schon damals klar, als ich den im Katalog gesehen habe, den will ich haben und den werde ich nicht bekommen, aber jetzt habe ich mein eigenes Geld und deswegen konnte ich mir den jetzt selber auf eBay dann besorgen. Und da ist auch auf jeden Fall keineswegs. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Modell, wie es eben auch dann hier so schön dargestellt wird. Ja, die Anleitung, die umfasst insgesamt um die 53 Seiten. Ja. Oder mal Ausnahme von den ganzen Spielfunktionen, die damit enthalten sind, sind es da 48 Seiten. Geht anfangs erstmal schnell vonstatten, aber dann etwas langsamer wegen den Triebwerken, die dann hier noch mit angebaut werden. Und ja, hier haben wir noch die Funktion, hier hat das obere Geschütz, was man bewegen kann. Finde ich auch sehr cool, dass es der Y-Wing hat. Ich dachte immer, der hat sowas eigentlich gar nicht, aber Tatsache ist, dass er noch so ein Geschütz oben drauf hat. Und ein cooles Spielfeature ist hier, dass er solche zwei grünen Kugeln als Bomben dargestellt abwerfen kann. Macht auf jeden Fall echt Laune, immer das zu machen. Oh ja, einfach von oben in der Luft herabstürzen und dann seine Bomben abfallen auf den AT-ST oder was ich was. Ja, macht seine Laune. Und ja, da haben wir halt das Cockpit, was sonst. Und hier haben wir noch so, ich glaube, es sind bestimmt so Protonbomben, glaube ich, heißen die. Ja, dafür wahrscheinlich. Und sonst, ja, ich halt hier noch die alten Sets hier. Der alte General Grievous Starfighter. Wollte ich auch mal haben wegen dem General Grievous, aber mittlerweile gibt es schon besseren Aussehen, also mit einem neueren Modell. Aber trotzdem war das echt cool. Ja, oh, und dann noch Destroyed Battle Pack. Das hätte ich auch noch gern gehabt. Ich hätte so vieles gehabt. Aber das mit drei Super Battle Droiden natürlich richtig gut. Da hier mit Start Shooter und
diesen anders gerichteten Händen. Ah, einen Stepper gab es ja auch noch da. Oder ein Step. Nicht Stepper, Step. Ja. Oh, die Klone, ja genau, die Klone waren auch damals an. Ach, das war eine schöne Zeit damals. Ja, und der AT-ST richtig altbacken, aber getreu dem Lego Star, alten Lego Star Wars Spiel. Was gab es nochmal da hinten? Ah ja, okay, da gab es noch Teile. Ja, okay. Schönes Set da gab es damals. Aber ja, jetzt gucken wir uns den eigentlichen Y-Flügler an. Und das ist auch schon das Modell. Es ist auf jeden Fall relativ groß, aber dem Minifigurenmaßstab sage ich mal schon angemessen. Wir haben hier noch eine, boah, wie heißt denn da nochmal, R4 Einheit. Also halt eben rote Astromech-Droide für den Y-Flügler oder Y-Wing. Und dann haben wir hier, wie gesagt, das drehbare Geschütz, womit er sich auch selbst verteidigen kann. Das kann man auch nach oben drehen. Die lassen sich relativ leicht verschieben, eben weil es ein bisschen locker hier festgemacht ist. Aber so wirklich drauf kommt man jetzt nicht, dass es dann immer abfällt. Dann setzen wir den noch wieder rein. Und dann hier vorne haben wir jetzt die zwei Hauptkanonen, wo ich gedacht habe, dass das die einzigen Kanonen sind und es da oben das es gar nicht gibt. Aber es gibt die zwei Hauptkanonen und dann noch eben den, oh ja, Bordgeschütz oder halt wie auch immer. Dann haben wir hier natürlich an den Seiten die Protonengeschosse hier. An den Seiten würde ich mal sagen. Die sind aber nicht fest, das heißt, die kann man ziemlich einfach rausziehen. Aber wenn man es so nach vorne neigt, ah ja, komm, es ist so sehr vorführend jetzt. Sonst normalerweise fliegt es nie eigentlich raus. Aber ja. Okay, da sage ich mal, ab und an kann es mal rausfallen. Aber nicht immer. Ja, dann haben wir hier ein schönes Detail hier. Also ohne Verkleidung. Der Y-Flügler stammt ja aus den Klonkriegen. Und das ist jetzt eben das Modell ohne die Verkleidung. Von den Rebellen natürlich. Und ja, aber hier sieht man einfach, hier finde ich die einzelnen Details hier schön mit den einzelnen Stats hier, die gemacht drauf gepackt worden sind. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, wie das ausschaut. Dann kann man hier so den Triebwerken, diese halb, ja, halben Golfbälle, sage ich mal dazu. Gefallen mir auch sehr gut vom optischen her. Passt ideal rein. Und auch die ganze allgemeine Konstruktion von dem ganzen fetten Triebwerk und dass das dann alles nur mit diesen Streben hier festgemacht wird, festgehalten wird, auch sehr gut. Hält auch bombenfest. Ja, und dann haben wir noch eben hier das Triebwerk, was ja im Spiel auch immer richtig schön anzusehen war. Ha. Ist dann immer nur so hier rumfliegt. Hat mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht mit dem. Dann haben wir jetzt noch ein wichtiges. Ah, warte, Moment, hier hatten wir noch den Cockpit. Ha, haben wir das noch fast vergessen, bevor wir noch zum Hauptplay-Feature oder dem spaßigsten Play-Feature von dem Ganzen eingehen, gehen wir noch zuerst ins Cockpit rein. Da ist schon ein Rebellenpilot drin. Und ja, da habe ich jetzt den hier reingesetzt. Das Cockpit hat auch hier vorne ein bedrucktes Slope drin. Wie beim Todesstern eben den engen Pfad, den engen Pass. Finde ich sehr coole Bedruckung. Und passt auch natürlich zum Cover rein. Genau. Der Rebellenpilot. Das wäre jetzt eigentlich einer mit einem roten Helm. Das ist jetzt eben der Rebell aus dem Hoth Battle Pack, den ich da reingesetzt habe. Weil ich den halt übrig hatte, habe ich dann eben keinen weiteren dafür gebraucht. Deswegen passt so. Ja, den habe ich jetzt mal da mit drin. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal gleich direkt an ins Hauptplay-Feature und zwar dem Abwurf der Bomben. So.
Jetzt kommen wir zu der Funktion, zu der einzigen Spielfunktion von dem Y-Wing. Und zwar befindet sie sich dann hier hinten. Muss man jetzt die Location wechseln, damit man den großen das große Schiff hier komplett alles sieht. Und ja, die einzige Spielfunktion besteht dann darin, dass eben wenn der Y-Wing hier durchfliegt, sein Ziel im Visier hat, dann sieht man einfach hier an diesem Stöckchen, sag ich mal, und dann kommen hier. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht alles irgendwo runterfliegt. Na komm. Ah. Warte, vielleicht muss ich so. Ah. Vielleicht wackeln. Mann. Da waren doch Kugeln drin. Ach, da sind gar keine Kugeln drin. Ach Mann. Natürlich kommt da nichts raus und dann gar keine Kugeln. Ach nee, die hängen da fest. Ja, warum hängen die da fest? Jetzt. Okay. Also jetzt. Jetzt. Eben, da fliegt es so hin, zack, hat sein Ziel im Visier und ist bereit zum Ablassen der Bomben und so sieht's aus. Perfekt. Genau so. Und da hat er nicht nur eine, sondern auch gleich eine zweite. Zack. Und das war's auch schon. AT-ST zerstört oder imperiale Basis oder imperiale Truppen zerstört. Und Mission erfolgreich, würde ich sagen. Auf eBay Kleinanzeigen findet ihr den für um die, ja, je nachdem, welcher Verkäufer es gerade ist. Ich habe den Y-Flügler jetzt ohne den richtigen Piloten, habe ich jetzt für 25 Euro bekommen. Alles komplett, natürlich ohne OVP, aber sonst alles komplett. Und bis auf den Piloten. Aber sonst alles komplett. Und ja, aber sonst gibt es den für 40, 35, ja, 45 Euro kann es auch mal kommen. 50 ist schon viel, finde ich. Also ja, da guckt man sich am besten so um die 40, 35 Euro an, wenn man den mit allem drum und dran komplett haben möchte. Ansonsten das ja, Modell an sich kann auch ruhig für 20, 25 Euro raus. Also so viel Wert hat das jetzt eigentlich auch nicht. Und das war's dann damit mit dem Review. Mir hat der Y-Wing auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet beim Bauen, als auch natürlich jetzt ihn da stehen zu sehen auf dem Regal. Natürlich wird er dann auch mal zum Einsatz kommen, in einem spezielleren Video. Der Y-Wing hat einfach ein nostalgisches Aussehen und ja, wenn ich mir den immer anschaue, dann denke ich immer an die alte Zeit eben dann zurück, eben aus dem GameCube-Spiel und macht halt einfach immer Spaß. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten des Reviews zum 7658 Y-Wing. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da, falls euch das Video gefallen hat. Besucht auch gerne meinen Instagram-Kanal, falls euch Lego-Fotografie interessiert. Schaut gerne da vorbei und lasst natürlich dann, wenn ihr schon dabei seid, dann Follow da. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann, bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird dann das Republic Gunship sein, aus 2013. In diesem Sinne, schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis zu diesem Video.